Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Diesmal habe ich es richtig gesagt, oder? Ja, gut. Wie man sehen kann, wir laufen hier immer noch in unseren Strandoutfitten darum. Ich hätte vielleicht mal irgendwie die anderen Klamotten anziehen sollen für Tifa und Aeris. Sollte ich vielleicht mal machen, ne? Weil keine Ahnung, wir laufen ja noch hier wahrscheinlich ein paar Folgen lang in Costa del Sol rum. Und ich habe gemerkt, irgendwie, wenn man irgendwie hier das Gebiet verlässt, also solange man sich noch hier irgendwie so rumbewegt, geh raus hier. Solange man sich hier irgendwie raus bewegt, haben wir immer noch die Klamotten an. Also ich nehme an, wenn wir irgendwie dahinter irgendwie weitergehen, ne? Geht's dann weiter, ne? Kohlgebirge, genau. Also echt hier nur noch dieses kleine Gebirge, ne? Gut, keine Ahnung. Da habe ich mir gedacht, ich ziehe die Strandklamotten nochmal an, ne? Gut, ich wollte irgendwie offscreen hier diese Seilbahn hier mal aktivieren, aber irgendwie habe ich die nicht gefunden, ne? Ich wollte halt eigentlich so machen, ne? Seilbahn, Seilrutsche. Und ja, ich wollte irgendwie offscreen irgendwie so suchen, ne? Damit ich die halt schon mal hier so aufgedeckt habe auf der Karte, ne? Und dann einfach so abklappern kann, ne? So, hier ist eine Seilrutsche, aber hier ist noch nicht so ein Ding, ne? Also muss ich da hin, ne? Aber irgendwie habe ich die nicht gefunden. Ich nehme an, hier sind vielleicht noch ein paar, keine Ahnung. Ich wollte jetzt auch nicht zu weit hier weggehen und irgendwie ja irgendwie irgendwelche Sachen erkunden, die wir noch nicht gesehen haben, ne? Deswegen habe ich jetzt erstmal dabei belassen. Ich habe ein paar Materialien gesammelt. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt irgendwas herstellen kann. Kann man ja mal gucken, ne? Und ja, sonst hat sich eigentlich nichts getan. Hey, komm mal hier. Ich will erstmal hier gucken. Windmühlenbauteil, also. Wir können ein Amulett aus alter Zeit herstellen. Davon haben wir aber eins. Platin-Ohrringe. Das Materia. Magie um 10%. 1 Markt und 10 Zinkerz. Nehmen wir das mal. Oh, jetzt haben wir wieder aufgelevelt, genau. Cool. Was haben wir denn hier als Neues? Talisman der Hexe, was? Liebe des Planeten. Oh, guck mal hier. Der Klasse 7. Aber wenn der Klasse 8 wäre, hätte ich gedacht, da wäre irgendwie eine Anspielung an Final Fantasy 8. Hier mit diesem Hexenreif, den man irgendwie ja um Medea irgendwie packen musste. Einmal. Anscheinend nicht. Okay. Weiß nicht, ob ich den einen Reif irgendwie irgendjemand geben soll. Lassen wir erstmal. Ich wollte ja mal einmal Karten spielen weiter. Willkommen. Falscher Knopf. Machen wir mal so ein oder zwei Herausforderungen, ne? Damit wir hier weiterkommen. 4 Stärkreduktion. Was ist das hier? Ist das auch eine? Da kriege ich irgendwie keine Belohnung, oder? Keine Ahnung. Nadelkuss. Gucken wir mal. Machen wir mal eins hiervon, ne? Da müssen wir ja noch einige Quests hier machen, ne? Können wir uns ein bisschen umschauen. Bam, bam, bam. So. Was kann ich hier machen? Kartenpuzzle. Okay, ich kann diese drei hier platzieren. Boah. Tun wir mal ein bisschen Freestylen erstmal. So, da tut plus 2 da machen, das heißt, den will ich nicht dahin, ne? Wenn wir hier machen. So, wow, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, ich hätte den Kaktus als erst platzieren sollen. So, aber hier verstärke ich doch den anderen wieder, ne? So, ich glaube, ich habe schon einen Fehler gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Hand haben soll. Ich stecke damit nicht den unteren hier. Nee. Wow. So, versuchen wir nochmal. Ich habe gesagt, für den Kaktor muss ich als erstes platzieren. So. Ist das Gefühl, ich pack dich hierhin, das hat mir ehrlich gesagt gefallen. So, ne?
Fangen wir dich hier hin. Dann, ich habe zwei mal die gleichen, sehe ich hier gerade. Nee, da bringt auch gar nichts. Was ich heute hier mache. Okay, da ist irgendwie, wie soll ich denn das machen? Ja, solange ich gerade auf den Führer die Stärke verbinden kann, die auf den Effekt betroffenen Fan um 2. Wie mache ich das hier? Ich kann nur die drei als erst bewegen. Ich habe sogar für den Kaktor, werde ich brauchen. Mal so. Wie mache ich das hier? Ja, jetzt bin ich wieder an der gleichen Stelle. Ja, los, komm. So, ihn muss ich irgendwie so platzieren, damit ich auch den Bonus irgendwie kriege. Ne? Also er muss da hier sein, oder? Mal so. Bringt's aber auch nicht, ne? Jetzt Gleichstand, warte. Oh, warte, so. Ha. Okay, cool. Gut. Unser Kartendeck schon mal hier hochballern. Ausgezeichnet. Guckt sich da dann an. Ja, kann ja nur so viele Sachen passieren, ne? Nadelkuss. Boah. Das ist auch keine schlechte Karte, glaube ich. Teuflische Pläne, ne? Bevor ich mich hier wieder mit den Karten hier umschlage, soll ich vielleicht ein paar Karten hier holen vorher. So. Ich kann diese noch nicht platzieren, weil ich keinen Dreier habe. Ich habe nur Zweier. Ich könnte die ja platzieren. Er wird jetzt zerstört, aber das Ding ist immer noch da, ausgezeichnet. Aus der Hand erhöht sich Stärke dieser Karte. Oh. Was will ich das mal machen, ne? So früh wie möglich, ne? Nehme ich mal an. Warte, dann will ich den hier platzieren. So, und die Stärke erhöht sich bei jedem Ausspielen, das ist ja richtig krass. So, und der spawnt ja jedes Mal, wenn er gespawnt wird, noch eine Karte, ne? Also ich kann ja einfach immer wieder platzieren, ne? Jetzt spawnt er noch einen Typen, ne? So, jetzt habe ich da oben schon eingeholt. Na, haben wir hier. Mit der wieder hochgeballert. Das war ja nicht so. Ne, schafft er aber immer noch nicht. Obwohl. Sechs, doch. Okay, gewonnen. Wow. Ich habe mir jetzt gedacht, so viele Freifelder sind da nicht, also kann ich ja nicht viele Sachen hier machen, ne? Aber bitte sag mir, ich krieg diese Karte. Oh. Die war nämlich gut. Beim Ausspielen von Verbündeten. Ach, die braucht aber drei Dinger. Nein. Ich muss die voll früh platzieren. Na gut, dann machen wir die auch. Tombell-König, ja bitte. Weiß nicht, was das letzte ist. Lass mal. Ich mag keine neuen Sachen. So, okay, ich habe schon ein bisschen mehr zur Auswahl. Bei der Sturm von Verbündeten kann jetzt die Stärke dieser Karte um 2. Das heißt, ich möchte dich so schnell wie möglich packen, ne? Irgendwo hin. Novo. Ich kann dich ja nur hier oder da, ne? Okay, sind beide genau gleich stark. Gut. Beim Zerstören von verbündeten Karten. Also mache ich mal dich kaputt, ne? Jetzt wirst du stärker. Dann packe ich dich da hin. Ich nehme an, die 13 und kann ich sowieso nicht erledigen, ne? So, diese Karte auf dem Spiel reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auf diesem Feld betroffenen Effekt.
So, das heißt, ich möchte wahrscheinlich dich hier implizieren, ne? Dann platziere ich nein, warte mal, da kriegen wir hin. So, ich möchte dich hier platzieren, ne? Dich möchte ich als ersten platzieren. So, will ich als erstes kann ich damit auch irgendwas kaputt machen? Nee, ne? Sagen wir mal so. Damit kriege ich nichts kaputt, ne? Nee. Oh. Ja, vielleicht will ich sogar meine eigenen kaputt hauen, aber ich glaube nicht, dass das so gut ist. Versuch mal. Jetzt kann ich den da oben links nämlich kaputt machen. Jetzt habe ich 9 Punkte da, ne? Ja, bringt mir halt jetzt da oben die kaputt zu machen. Mach dich da oben kaputt. Und ich habe schon wieder verspielt. Nein. Ich kann nichts platzieren. Ich muss 2 Dinger hier haben. Aber ich möchte den Tomboy so schnell wie möglich platzieren. Damit ich die Punkte halt dafür kriege, ne? So, das heißt, ich möchte. Wie mache ich denn das? Dich möchte ich. Warte mal. Ich mach dich kaputt, ne? Ich hier oben die Dinger bekomme, ne? So. Da oben da kaputt zu machen bringt da jetzt nichts mehr, ne? Ja, da habe ich ja nur 2. Wie soll ich da machen? Ich weiß nicht, wie ich da machen soll. Ich meine, den da oben kann ich ruhig kaputt machen, ne? Schau mal. Was habe ich da? 2 Punkte. Ich den hier. Na, guck mal. Ja, jetzt wird er aber kaputt gemacht. So, Sack. Ja, man bringt mir jetzt gar nichts. So, bringt mir nichts. Wie mache ich das hier? Komm. Muss ich dich nicht als erst platzieren, Tombell König? Ich war ja nicht mehr als. Wieso geht er hier nach einer Zeit? Wieso geht er hier nach einer Zeit kaputt? So, wird realisiert die Stärke von Verbündeten und Gegner schon kann auf den diesen Feld betroffenen Feldern um 3. Okay. So, machen wir noch mal so. Weil hier kriege ich ja genug Punkte, ne? Was? Ah. Nochmal. So, und diesmal ihn erstmal. Ich dachte, angelegene Karten genau kaputt. Warum ging er nicht kaputt hier? Boah. So, will ich ihn kaputt machen? Ja, da werde ich schon genug Punkte kriegen. Da brauche ich doch nicht mehr. Boah. Also, Gefühl, mit ihm muss ich irgendwas hier reißen. Ich kann schon mal
bringt nichts. Ah, ich weiß es nicht. Soll ich vielleicht ihn als erst platzieren? Weil mehr als 7 Punkte brauche ich ja nicht, ne? Hey, warte mal, ich weiß. Aber so, ne? Dann hole ich mir direkt die 13, ne? Ja, läuft das so? Ja, ich weiß es nicht. Ah, Mann. Warum bist du nicht stärker geworden? Warte mal, ich glaube, ich hatte da gerade was. Ich glaube, ich hatte da gerade was. Also mal nochmal so. Ich muss den ja nur ausspielen, solange ich hier Gegner zerstöre, ne? Also mal nochmal so. Machen wir dich erstmal kaputt, so. Okay. Verdammt. Ich noch mehr kaputt machen, ich weiß es nicht. Wir haben die mir gar keine Punkte gegeben, die Soldaten. Nein. Aber warte. Ich glaube, ich hab's. Oder? Nein. Ah. Ich habe das Gefühl, ich bin so auf der richtigen Spur. So, was machst du? Wenn diese Karte zerstört wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auf von diesem Feld betroffenen Feldern, also nach hinten. Boah. Das heißt, den möchte ich so schnell wie möglich erstmal kaputt hauen, ne? Wenn ich all meine Karten hier kaputt gehen. Ja. Also ich will die erstmal kaputt machen, ne? Ja, aber jetzt nur der Elefant in der Mitte erledigt, ne? Okay, das ist kein, das ist ja nicht schlimm. Dann packe ich dich dahin. Dann packe ich dich dahin. Ja, aber ich hätte einen Tomberry vorher platzieren sollen, ne? Damit ich halt mehr Punkte krieg. Ah. Ne, wird's nicht bringen. Er hat ja gar nichts gemacht. Boah. Komm schon. Boah. Wenn ich die aber jetzt so schnell platziere, dann machen die auch wieder kaputt. Habt ihr irgendwelche coolen Effekte? Ne. Ne, ne. Alles zerbeimelnde Stärke. Vielleicht muss ich ja den kaputt machen, aber den kriege ich nicht, ne? Ne, den kriege ich nicht. Also wenn ich vielleicht hier hingehe, ne, auch nicht. Ne, den werde ich nie kriegen. Hm. Vielleicht muss ich mich auf eine Seite konzentrieren, ne? Also mache ich. Ich weiß nicht, ob ich das hier richtig mache. So, das bringt ja irgendwie nichts, ne? Die schwächer zu machen, irgendwie habe ich so ein Gefühl. Jetzt bin ich genau wieder am gleichen Ding. Wie sieht es jetzt aus? Also Schwerpunkte verloren. Boah. Was ist denn das für ein Müll? So, ich mache 4 kaputt. Bringt aber nichts. Ich mache 3 kaputt, bringt auch nichts. Gibt's noch nicht. Ja. Na, ein Versuch noch. Danach habe ich keine Lust mehr. Ich habe so ein Gefühl, die Kombis so richtig, wenn ich so beginne. Aber irgendwie auch nicht.
Dann sind wir noch mal anders. Platziert dich dahin. Dann mache ich dich dahin. Du machst nur den Elefanten kaputt. Ja. Versuche ich irgendwas anderes zu kaputt zu machen, wahrscheinlich, ne? Ihn hier zum Beispiel. Aber dann kriege ich den wieder nicht. Ja. Das kriege ich mir ja nicht mehr. Boah. Kann ich ihn nämlich, oh, jetzt kann ich ihn wieder nicht beschwören, Mann. Vielleicht muss ich einfach nur mehr Punkte da oben haben. Kriege ich aber nicht. Ja, ich mache dich kaputt. Warum hast du schon wieder keine Punkte gekriegt? Verbündeten Karten. Oh. Wird er wieder zerstört? Nee, wieder nicht. Na gut, noch einmal. Nur verbündete Karten müssen zerstört werden, alles klar. Ich möchte so viele wie möglich da oben platzieren. Dann mache ich dich. Dann mache ich. So, da bin ich wieder. Muss mal kurz einen Schnitt machen. Das hat mir aber Gott sei Dank so ein bisschen Zeit gegeben, mal hier nachzudenken, wie ich das hier handhaben soll. Und ich glaube, ich habe es ehrlich gesagt gerade schon geschafft, aber ich habe noch mal neu gestartet, um euch die Lösung zu zeigen. Und ja, ist eigentlich gar nicht so schwierig, ne? Also das hier war schon mal richtig, ne? Wir machen den ja, dann machen wir den hier, ne? Dann meine Strategie war immer, ihn hier zu platzieren, damit wir hier die beiden kaputt machen, aber das war falsch. Und zwar da packen wir erstmal den Tomberry ein, ne? Und der ist ja voll außer Gefahr, aber ich habe den immer hier platziert, so im Sinne davon, damit er nicht kaputt geht oder Punkte verliert, ne? Aber der ist gar nicht in Gefahr hier von irgendwas, ne? So, dann machen wir folgendes: Wir gehen hier hin, boom, packen die da ein. Ist eigentlich nicht so schwierig, weil du hast ehrlich gesagt nicht viele Möglichkeiten, hier irgendwas anderes mit denen zu machen, ne? Also ja, auf jeden Fall verbündeten, den wir ja kaputt hauen, damit kriegt der Tomberry hier mehr Punkte. Ist ja schon 11 Punkte, ne? Und jetzt packen wir ihn noch hier hin, damit der die oben und unten auch noch kaputt macht, ne? Hier der Tomberry noch mal Punkte, und weil der Typ in der Mitte ist, sind dann auch noch mal Punkte, und ja, jetzt haben wir 16 Punkte, das ist mehr als 2×7, und ja, wir haben es geschafft. Das war eigentlich gar nicht so schwierig, ne? Hat jetzt auch nicht so lange gedauert, bis ich die Lösung gefunden habe, so 1-2 Minuten oder so. Ich da rum experimentieren, dann hatte ich schon. Ich auch so ohne Schnitt schaffen können. Okay, ich weiß nicht, was das ist, aber lassen wir erstmal. Kenne deine Karten. Weiß nicht, was das ist. Lassen wir erstmal außen vor. Und ja, dann haben wir erstmal hier schon fast alles erledigt. Wo gehen wir als nächstes hin? Was machen wir als nächstes? Gute Frage, ne? Wo waren wir entstehen geblieben? Wir waren noch in der Quest hier mit Johnny. Und wir haben noch eine andere Quest hier mit diesen Bodybuildern, die wir letztes Jahr wieder gesehen haben. Ne? Sollen wir erstmal die Quest von Johnny machen? Oder sollen wir die Bodybuilder-Quest auch noch annehmen? Ich weiß es nicht. So, oh, ob jetzt glaubt oder nicht, ich habe übrigens beim Klavier habe ich offscreen so ein bisschen gespielt, und ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zu tun hatte, weil ich irgendwie privat für mich selber gespielt habe oder so, oder ob ich auf dem Fernseher geguckt habe anstatt auf meine Aufnahme, wo ihr jetzt hier alles gerade sieht. Aber ich habe es ehrlich gesagt geschafft, sogar auf beiden Liedern A-Rang zu bekommen, und ich war sogar, wenn ich mal so angeben darf, relativ gut. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Dreh raus hatte oder so, aber ja, ich habe für beide Lieder A-Rang bekommen, und ich glaube, jetzt kriege ich eine Belohnung für die beiden, ne? Ich krieg TP-Bus und MP-Bus, nicht schlecht. Ich bedanke mich aufrichtig dafür, da
dass du uns in unserer Sache unterstützt und der Welt die Schönheit des Klavierspiels. Okay, und er schon hochgelevelt, sehe ich gerade. Dass sich unser Verein auch weiterhin auf dich verlassen kann. Also, das war ziemlich gut. Nächstes Mal, wenn so ein Klavier Minispiel wie so ein Piano Minispiel noch mal kommt, kann ich euch mal zeigen, ne? Vielleicht, ja, vielleicht kann ich ja halt nur offscreen, ich weiß es nicht. So. Ich habe zweimal TP Boost, die würde ich gerne bei irgendjemanden hier unterbringen. Du hast schon TP Boost, ne? Ja. Ich würde so jeden einmal so TP Boost geben, wenn es geht, ne? Meister der Alter Spezialfähigkeit Glücksboost. Wir haben ja anstatt Meister der Gegenstände einen TP Boost. Ich glaube, da kann man sowieso nur einmal ausrüsten bei jedem Charakter, weil irgendwie ab Maximum 30% ist, ne? Hier steht ja immer so. So, maximal TP plus 30, ne? Das heißt, ich kann jeden nur einen TP Boost geben, ne? Beim Remake war da zum Beispiel so, ich glaube, das ist bei einigen Sachen neu hier so, ne? MP plus 30, ne? Hier zum Beispiel Ausdauer, ne? Wird ja die Vitalität, ne? Da steht vom Maximum von 100% gesteigert werden, ne? Auf Level 5 rechts sieht man, es kann maximal nur 25 geben. Das heißt, man kann 4 voll aufgelevelte Dinger davon ausrüsten, aber man kann nur einen voll aufgelevelten TP Boost hier ausrüsten. Ich sehe gerade das TP Boost auf Stufe 2. So, das jetzt eigentlich jeder bis auf Red hier TP Boost. Okay. MP Boost würde ich ehrlich gesagt auch irgendjemanden geben. Ich habe ein bisschen was an die Materie, glaube ich, geändert, ne? So Automagie, Heilen, Zeit. Ich habe ja Automagie und Heilen gegeben. Ich habe jetzt Zeit, Toxin gegeben. Ja, Red damals immer gehabt, Meister der Gegenstände. Die hat immer noch so viele komische Sachen hier. So, keine Ahnung. Soll ich Yuffie? Aber sie hat so wenig Materia-Punkte. Toxin habe ich irgendwie noch nie benutzt, also wer weiß, ob da irgendwann mal wichtig wird. MP Bus wird wahrscheinlich auf jeden Fall wichtig werden irgendwann. Also gehen wir auch mit MP Bus, mit auch eine halbwegs Magie ausgelegte Charakterin. Ne? Ich kenne mich zwar nicht aus. So, weiß ich nicht. Sollen wir diese Bodybuilder hier mal besuchen? Ich glaube, für die müssen wir so eine Mission machen, ne? Ich weiß, irgendwo hier hat eine Quest aufgetan. Boah, seid ihr alle laut? Ich weiß, hier hat sich irgendwo eine Quest aufgetan. Ich muss nur wissen, wo das Questbrett nochmal ist. Ich glaube, ich ist genau hier, wenn ich da lang gehe. Es ist Material. Ich denke mal, das hat irgendwann mit diesen Kerlen zu tun, die wir gerade gesehen haben, ne? Also gerade im letzten Part. Für mich war das auch erst vor ein paar Wochen, vor einer Woche oder so. So, Auftraggeber Gina und Corrigo und Trainingslager. Handelstämmen, alles klar. So, Monster müssen wir erledigen. Da müssen wir mal draußen, ne? Oder muss ich erstmal hier einen finden? Seid ihr beide da draußen? Weiß nicht. Weiß nicht. Wo seid ihr? Hallo? Muss ich die aktivieren erstmal? Ich habe übrigens gemerkt, bei einigen Sachen ist hier irgendwie so ein Stern, bei einigen ist ein Haken. Hier ist ein Haken, da ist ein Stern. Also da hätte ich irgendwie noch eine bessere Belohnung irgendwie haben können. Blumen vom Hügel, ja. Da muss ich irgendwie so Blumen pflücken. Hätte ich da irgendwie die richtige Kombination an Blumen irgendwie finden sollen. Ein Traum vom Pfeil im Himmel. Ich weiß nicht, was ich da. Da hätte ich ja auch irgendwie was auswählen können, genau. Weiß nicht, was es damit auf sich hat, ob ich da irgendwie eine super geile Belohnung irgendwie dadurch verloren habe oder so. Hier habe ich zum Beispiel ein Sternchen bekommen, weil ich die große Muschel abgegeben habe, ne? Ich weiß nicht, was das damit auf sich hat. So, Stufe 31, was? 26, 31, der Griff nach 7 Sternen. Hä? Warte mal, wir sind noch gar nicht Level. 27, was? Wieso ist diese Quest Level 31? Ich klamme jetzt unwillig. Ich gehe damit raus. Geht wahrscheinlich gar nicht, ne? Ah. Spielverderber. So. Würde ich sagen,
machen wir die Quest für, wenn ich wissen, wo das ist. Wo ist das? Sommer, Sonne, Muskeln. Wo ist das? Hier ist das. Okay, machen wir da. Ich habe irgendwie gelesen, irgendwas mit Monstern oder so müssen wir erledigen, ne? So, ja, da, hier sind wir mal vorbeigelaufen, aber ich habe nicht gesehen, was hier ist. Ah ja, meine Welt. Was steht da? Sign up, get buff. Oh Gott, bitte sag mir, ich muss nicht wieder irgendwie so handeln. Ne, muss ich noch mal Klimmzüge machen? Muss ich im ersten Teil? Das war voll schwierig. Okay, du. Wie schön euch zu sehen, Tiefer und Cloud. Einmal im Jahr kommen wir hierher, um die Sonne haben wir noch Badeanzug an. Zu genießen. Nichts geht über ein Training unter freiem Himmel. Wie sieht's aus? Willst du mitmachen? Gern. Ich hatte schon längere Zeit Lust, mal wieder zu trainieren. Du bist immer herzlich eingeladen, dich uns anzuschließen. Ich habe einen anderen Badeanzug nehmen sollen. Ne? Nach Lust und Laune also, ich fühle mich irgendwie besser geeignet. Wirklich? Das Angebot nehme ich gern an. Übrigens, Cloud, weißt du eigentlich, worauf es beim Krafttraining besonders ankommt? Krafttrainieren? Einstellung, Ernährung, Einstellung. Ganz genau. Ja. Ohne den richtigen Durchhaltewillen wird es nichts. Darüber muss man sich in unserem Fall allerdings keine Sorgen machen. Wir alle sind überzeugte Athleten. Gut, kommen wir zur Sache. Ich habe ja erwähnt, dass wir deine Hilfe brauchen. Hier in der Nähe lungern ständig Ungeheuer herum. Könntest du dich um die kümmern? Kann ich das? Sein muss. Kein Problem. Danke. Wenn es sein muss. Ein sicheres Umfeld, in dem man sich voll und ganz seiner Muskelpflege widmen kann, ist fürs Training nämlich existenziell. Der Hantel schwöre ich ewig treue. Ja, sage ich auch jeden Morgen, wenn ich aufwache. So, ich will eigentlich die Seilbahn hier mal finden, aber ich weiß nicht, wo die sind. Schauen wir mal, wen es zu verkloppen gibt. Scheinst dich drauf zu freuen. Klar doch. Falsche Richtung. Bewegung kommt mir gerade recht. Hast dich seit damals echt verändert. Dann kanntest du mich aber schlecht. Okay. So, warum müssen wir jetzt den ganzen Weg? Das ist gar nicht die Quest. Ungeheuer beim Trainingslager. Ihr. Ich bin schon, die sind schon vorher rumgelaufen. So. Wenn ich. Habe ich hier Schokobo als Stelle da hinten schon? Ja. Schauen wir uns nebenbei so ein bisschen um, würde ich sagen, ne? Was ein Mogi-Häuschen. Vielleicht gibt es ja coole Sachen, ne? Ich bin schon gar nicht mehr in den Gebiet drin, ne? Ja, machen wir erstmal die Quest. Ich glaube, wir sind auch gar nicht, wir sind gar nicht so richtig gut geheilt, ne? So, da ist noch ein Schokobo. Okay. Ich will mich erstmal zur Haltestelle. Ja, ist eine Fabrik, habe ich gesehen auf der Karte. Was soll man da erstmal hingehen? Ich könnte auch mal so ein Kissen benutzen, um uns zu heilen, ne? Ich weiß irgendwie gar nicht, wo sich hier eine Gelegenheit gibt, irgendwie hinzusetzen. So stimmt, aber Costa del Sol nehme ich an, ne? Aber irgendwie habe ich da nichts gefunden. Wir müssen, wir haben schon eine ganze Weile nicht mehr hier hingesetzt und geheilt, habe ich so ein Gefühl. So, sind das Gegner, ja, die ich erledigen muss. So, wo sind sie? So, wo sei da? Na, hier. Oh, ja. Die haben grüne Dinger über den Kopf gehabt. Logo-Kommandant, Aerokrake.
Tropischer Bulugo. Ach so, ja, ich habe wieder eine Schwäche also von Analyse auf Cloud gepackt. Ich glaube, Yuffie hat auch. Ich glaube, Yuffie hat auch Analyse, oder? Ne. Ich übernehme. Nein. Nein, mach das nicht. Ausgewichen. Alter. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich analysiere, ne? Ja, ich habe ich doch gerade analysiert, ne? Aerokrake. Aua. Ne, Stück. Ich zähle auf dich. Warum halten die so viel aus? Nein, okay, ich gar nicht getroffen, habe ich doch für. Niemand entkommt mir. Das heißt, muss auch irgendjemand irgendwie lernen? Ich glaube ja, ne? Nein, nicht hinlegen. Lass mich mal. Mein Gott, warum hat er? Dann übernimm. Ich pende immer noch. So, muss ich mit dir irgendwas lernen? Noch Übermacht. Und Seltengruppe-Fertigkeit. Nee. Fertigkeit gemeistert. Ausgezeichnet. Ich bin aber noch am Schlafen. Ist gleich erledigt. Hat er gerade gesagt, Peace? Ich hier und nicht weiter. Links kann nichts falsch machen. Was ist? Ach, nichts. Ich habe nur überlegt, welches Menü nach einem Krafttraining das beste ist. Hast du dir auch die ganzen Menüs im siebten Himmel ausgedacht? Die Hälfte hatte ich vom Vorbesitzer übernommen. Der Rest war von mir. Ich hätte gern mehr bei dir gegessen. Und ich hätte gern mehr für dich gekocht. Ah, oh, komm, setz dich an. Putzig. Mehr charaktertiefende Konversation. Bist du ein Gegner, den ich erledigen muss? Ja. So, seid ihr alle schon? Kann ich mal Heilburg einsetzen? Übernimm du. Oh, für den Kopf. Mein Gott. Hast du gestiegen? Ausgezeichnet. Kann man den Ton ein bisschen höher gestellt von dem Spiel? Ich habe gesagt, das Spiel ist irgendwie voll leise. Ich habe gesagt, jetzt ist es schon wieder zu laut, ne? Weil ich mache das ja nur, damit irgendwie nicht Copyright und so ist, ne? Aber ich bekomme trotzdem immer noch solche Meldungen. Egal wie leise das Spiel ist. So, warte mal hier noch. Aus weiterem Möbel. Hab schon eingesetzt. Egal. Machen wir mal Limit Blutrausch. Genug. Nein. Bist du eigentlich wählerisch, was dein Essen angeht? Bei Soldat wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich war früher ziemlich wählerisch. Hätte ich nicht gedacht. Doch, doch. Aber jetzt. Pink Hubschrauber. In den Slums kann man sich das nicht leisten. Wie sieht's mit Krabbenfleisch aus? Nicht wirklich. Bin auch kein Fan. Ah, Zinkerz, die brauche ich. So. Gut. Also gefühlt spielt jetzt schon wieder viel zu laut. Mitten in den Kämpfen. Ich war eigentlich. Ich habe mir jetzt erst so eine. Ich habe den Regler so eingestellt, ne, auf die Gesanglautstärke einmal erhöht, ne, dafür die Hintergrundmusik einmal runter gemacht. Ich sollte die Soundeffekte dann auch noch mal einem runter machen, ne. So. Also meine Musik ist immer das, was das Problem ist, ne. Egal wie leise ich das mache,
Das Spiel meint trotzdem immer so, nee. Das wollen wir nicht. Was war denn, was wir hier sind? Die Lichtesper. Vor Zeit gab es hier ein florierendes, doch verbrecherisches Reich. Es soll in nur einer Nacht von einer gigantischen mechanischen Konstruktion ausgelöscht worden sein. Diese wurde Alexander genannt. Ja, Alexander ist eine coole Esper. Die haben wir noch gar nicht gesehen, so glaube ich, ne? In so einem Remake oder im. Die haben wir noch gar nicht im Remake gesehen oder im Final Fantasy 16. What? Alexander ist eine Esper, sieht aus wie so eine lebende Festung. Fehlt uns aber noch was, ne? Und da können wir schon. Ah, können wir schon? Okay. Den Alexander-Kristall analysieren. Sag mal, wie siehst du aus hier? Gott. 3-3 Kreis, 3-3 Kreis. Oh Gott, okay, 3-3 Kreis, 3-3. 3-3 Kreis, 3-3 Kreis. Hat geklappt, jawohl. Was den Alexander-Kristall analysiert. Ich meine, diese Geschichte war gerade eine Anspielung an Alexander der Große, ne? Der auch in eine Nacht irgendwie hingegangen ist und irgendwie Stadt gestürmt hat. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Du musst mir halt nicht jedes Mal sagen, Chatley. So bei den ersten drei Malen oder zwei Malen habe ich das schon gecheckt. Er erklärt es mir immer wieder. Wie soll ich einen Alexander geben? Keine Ahnung. Cloud? Juffi würde ich dann Chocobo geben, ne? Die Esper des Lichts, ne? Ist überhaupt Lichtelement in dem Spiel? So, ihr seid auch noch Gegner, oder? Ja. So, ihr habt nichts. Mal Heilung. Ich zähle auf dich. Wie bist du am Ausweichen nicht? Das Ding ist die ganze Zeit am Ausweichen. Okay, das kriegen wir nicht. Blöde? Wir sagen für ein Schimpfwort. Der ist die ganze Zeit am Ausweichen. Wie macht er das? Ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht erwischt. Alter, da war ich jeden Angriff aus. Also. Boah, nee, nicht schon wieder. Boah, jetzt schießt den kaputt. Ins Gesicht. Da war gerade Aris. Ist doch gar nicht gekommen. Da war. Ja, Juffi. Klang grad wie Aris. Alter, warum sind diese Viecher so schwer? Jetzt erst recht. So, einmal Heilwoge. Übernimm du. Ja, sie hat schon wieder eingesetzt. Na, gucken, ob du das auch ausweichen kannst. Du blödes Ding. Bonk. Mein Gott, warum sind die Viecher so gut im Ausweichen? Was habt ihr bei Soldat eigentlich so aufgetischt bekommen? Vor allem Sachen mit hohem Nährwert.
An den Geschmack will ich lieber nicht erinnert werden. Du solltest dein Gesicht sehen. Tja, Tifa. Was denn? Wir wurden als Kinder mit dem Essen in Nibelheim ganz schön verwöhnt. Das stimmt. Bei uns gab's nicht nur frische Zutaten, sondern auch viele gute Köche. Jetzt sind sie alle tot. Jetzt wurden die Köche alle gekocht. zu früh. Das ist 5 Jahre her, ne? Kein Ding. Sind schon alle hinweggekommen, ne? Sollen vielleicht mal gucken, ob wir irgendwer analysiert werden müssen, ne? Steh voll auf! Ja, wo? Der Feind ist geschwächt. Verzieh dich! Warum ist der Kampf jetzt so einfach? Gibt's doch nicht, Mann. Nein, nicht schon wieder schlafen legen. Ah, ich krieg den nicht. Ich mach das. Geh da hoch. Dann Jofi. So. Zack. Ah. Endlich geschafft. Dann mal zurück zu Jinan. Alles klar, gut. Jetzt kann das Stemmen beginnen, nehme ich an, ne? Was sind diese pinken Hubschrauber? Hören die jemanden? So. Also ich. Hab gehört, ihr habt euch um die Ungeheuer gekümmert. Vielen Dank. Jetzt können wir uns wieder voll und ganz aufs Training konzentrieren. Und dann für Kniebeugen. Sag nicht, dass du die legendäre Tifa bist, die die Jungs hier bei den Klimmzügen knallhart abserviert hat. Also bitte. Ist doch Schnee von gestern. Nein, ich muss das schon wieder machen, ne? Das stimmt doch, oder? Meine Männlichkeit. Oh. Also bist du es wirklich? Du bist ein riesen Vorbild für mich. Wegen dir habe ich überhaupt erst mit Krafttraining angefangen. Ach so? Und nicht nur ich. Schau doch, sie alle haben sich wegen dir hier angemeldet. Amina hat recht. Dank dir haben sich auf einmal wahnsinnig viele Frauen bei uns angemeldet. Dafür sind wir dir echt dankbar. Aber ich habe doch eigentlich gar nichts... Bloß keine falsche Bescheidenheit. Du bist der absolute Hammer. Ich möchte dich zu einer Runde Sit-Ups herausfordern. Tja, also... Sie hat lange darauf hingearbeitet, um sich eines Tages mit dir messen zu können. Tu ihr doch bitte den Gefallen. Vielleicht kann ich dich ja hiermit ködern. Falls du gegen Amina gewinnst, gibt's noch einen kleinen Extra-Bonus. Na, was sagst du? Okay. Bis ich mit Amina bei einer Runde Sit-Ups, wenn die meisten Sit-Ups innerhalb der Zeit mit Schaff gewinnt. Aber das ist genau das gleiche Spiel, glaube ich, ne? Wenn die Rhythmuslinie, wenn ein gelber Ring erscheint, musst du schnell hintereinander R2 Sitzung gehalten. Oh, Mann. Okay, Preise, Schnelltrank, Einführung. Okay, L2 und R2, boah. Habe ich schon beim Piratenspiel nicht so, wenn ich die ganze R2 meschen muss, ey. Ist gar nicht so einfach. Okay. So. Oh Gott. Geballte Muskelpower. Kann mich gar nicht satt sehen. Ah ja, jetzt geht er wieder weg. Pff. Oh mein Gott, ey. Da habe ich die gleiche Musik wie beim ersten Teil, ey. Warum müssen sie sich Schultern treffen? Ah, das war schwierig, ey. Ihr seid beide unglaublich. Das stellt alles in den Schatten.
Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Echter Wahnsinn! Diese Energie! Diese Aber schön, ey. Der absolute Hammer! Nice! Na. Das müssen wir unbedingt wieder. Ja, warte, dir zeige ich's. Ja, ich habe jetzt jeden Knopf hier auf einen Schulterknopf, ey. Das ist voll awkward irgendwie. Ach. Da darf ich wieder meinen Spaß haben hier auf Screen. Ich weiß, man muss irgendwie voll im Rhythmus sein, ne? Das steht alles in den Schatten. Perfekt. Nein, ich habe doch gedrückt. Muss ich überhaupt schon noch versuchen? Ja, weiter so. Geballte Muskelpower. Oh mein Gott. Kann ich das überhaupt schon schaffen? Brauche ich gar nicht weitermachen, ne? Traumhaft. Echter Wahnsinn. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Mein Gott. Heiliger Waschbrettbauch. Ja, sie kann nicht mehr. Vorbildlich. Diese Energie. Ist so komisch, ne? Du bist wirklich der Wahnsinn. Das erste nicht schlecht. Oh Mann. Warum müssen die ausgerechnet dieses Spiel nochmal wiederbringen? Du bist einfach unschlagbar. Du hast es mir aber nicht leicht gemacht. Ich könnte schon im ersten Teil mal mit den. Mit den Tasten, naja, also nicht mit den Schulterknöpfen. Muskelkraft und Anmut werden einem nicht in die Wiege gelegt. Du hast sie dir hart erarbeitet. Und wir alle werden dir nacheifern. Ich finde ja nicht, dass. Danke, das ist ein schönes Kompliment. Du Tifa, sag mal, also, dürfte ich dich vielleicht bitten, mein Coach zu werden? Hä? Ich? Aber du würdest uns einen großen Gefallen tun. Vielleicht hast du ja ab und zu Zeit, um vorbeizukommen, um mit Amina zu trainieren. Was meinst du? Spricht was dagegen? Vielleicht kann ich dir ja wirklich den einen oder anderen Kniff zeigen. Danke, Tifa! Ja. Was war das für eine Lache? Könnte lustig werden. Wunderbar. Und hier ist eure Belohnung. Hab wie versprochen noch etwas draufgelegt. Ehrensache. Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, hier mit uns zu trainieren, okay? Ja, aber nicht mehr heute. Okay. Verbindung zu tiefartig. Verwundheit zu tiefartig. Sehe ich da? Ja, sie ist schon blau. Ja, ich meine, alle sind blau außer Barrett und Yuffie. Nee, nee, lassen wir mal. Lassen wir erstmal. So, dann würde ich sagen, müssen wir ja versuchen, hier diese Seilbahn hier zu finden, ne? So. Der Griff nach 7 Sternen. Das sagt, diese Quest zieht sich noch hier über bis wir hier oder so rumgehen, ne? Level 31, da klingt irgendwie so, als müsste ich erstmal hier so weiterspielen in der Story, ne? Bevor ich dachte, da ist ein Fisch am Fliegen. So, lass mich mal kurz meinen Choco Bro rufen. Na, warte mal, Tifa hat doch ihre Waffe hier. Hat jetzt jeder seine Waffen hier gemaximiert? Die Fähigkeiten? Sie brauchte, glaube ich, für ihr war, glaube ich, die Waffe gut, ne? Ja, jeder hat eigentlich. Gute Waffen, ne? Gut. So, machen wir so ein bisschen Erkundung hier, ne? Da haben wir ein Moorgeräuschen, ne? Sollen wir halt auch direkt machen? Haben wir schon so viele Minispiele heute gemacht, habe ich so Gefühl. Habe ich die Seilbahn? Ja, ne? Da weiß ich nicht, wo der die noch alle verloren hat.
Ich sehe jetzt nicht, wie wir noch irgendwo Seilbahn sind. So, da müssen wir in der Story hin. Aber gehen wir erstmal vorbei. Ja, möchtest du dich umziehen? Nein. Oh. Juffi. Okay. Okay, anscheinend kann man dann auch echt nur hier im Gebiet von Costa del Sol mit den Klamotten rumlaufen, ne? So wie das Spiel gesagt hat. Ich habe mich nur gewundert, dass wir irgendwie rausgehen können und wir haben immer noch die Klamotten an, aber anscheinend war es halt nur so hier im mein ja hier so hat Gebiet, ne? So. Tropen-Mogris. Okay. Ding dong, palim palim. Ich will hier Kingdom Hearts spielen, ne? Bitte sammle meine kleinen Racker ein, Kupo. So, machen wir das nochmal. Dass ich erst mit den, dass ich die erst einfangen muss, damit ich überhaupt irgendwie mit denen interagieren kann, ne? Okay. Steigen wir uns ran und tun wir den von hinten eine überziehen, ne? Oh Gott. So. So, warte mal, ich kann nicht. Geh weg, du Stück. Ja, nicht nein, ich will da darüber. Bitte nein. Zum Glück ist ja kein Zeitlimit, ey. Zum Glück weichen die nicht mehr aus. So. So, ich kann euch auch in die Wirbelwinde reinpacken, ne? So, geh da rein. L2. Wow. Ich habe dich erfolgreich gekidnappt. Aber so Stück. Nein. Ja, ich will dich da reinpacken. Habe ich ausmanövriert, ja. Ja. Was Mosch. Ein von euch kriege ich. Da, ich wollte darüber rollen. Hat nicht geklappt. Ah. Ah, du sagst. Was war das denn? Der voll den voll den schnellen Angriff hier mitten aus dem Nichts abgefeuert, ey. Gibt's da nicht mal. Ja. Nein. So, einen habe ich. Ja, ich tue dich da reinlocken, ja. Er gehört mir. Das ist meiner. Oh, das ist eine Banane. Wer hat den denn abplatziert? So. Tun wir wieder erfolgreich einige Mogris hier. Ja, ich krieg dich. Ja, ich krieg dich. Oh mein Gott. Das tue ich in den anderen einlocken. Ich habe gar keine Lust drauf. Diese Mogris unbedingt haben. Ich muss meine Kollektion erweitern. Hey, er hat ja schon wieder so ein. Wie ich da nicht getroffen wurde, ne? Wie nimmt das? Zu noch weiter angreifen? Ich bin ja schon draußen, ne? Ah, jetzt habe ich den Wind kaputt gemacht. Kann ich eigentlich auch in die Bomben, oh nein, die Bomben reinlocken.
Da. Ah. Kein Problem, da ist eine Bombe. Mach mal hin. Nein. Und dann nie wieder von ihnen gehört. So, kann ich wieder. Kann ich wieder auf, alles auf Anhieb holen. Hast du gewusst, dass Muck der erste Mogli-Händler nicht fliegen konnte, Kupo? Also hat er ganz viele Kupo-Nüsse gegessen und ganz fleißig geübt. So ah, ich weiß. Geschafft, Kupo. Muck hat wirklich Erstaunliches vollbracht, Kupo. Das ist eine Anspielung an etwas, was noch später vielleicht kommen könnte. So ein Minispiel. Einkaufen bei uns macht glücklich, Kupo. Was hast du denn? Handbuch, Schusswaffen. Ich habe 33. Wieso habe ich so viele? Glut. So, haben wir mal hier Waffenpunkte für Barrett und einmal für Yuffie. Da habe ich letztens, da habe ich das für Aris mal hergeholt. Ah. Ja, wir nehmen uns einen Materie-Ohrring. Und den Rest brauche ich nicht. Easy peasy. Yeah. Ja, sind trotzdem ein bisschen gruselig, die Mogis in diesem Spiel. Hier für keinen Kommentar. So, die sehen aus wie der Mantel, den ich trage. Ja, irgendwie sind die Proportionen in diesem Spiel von dem Mogis. Also der Große sieht am gruseligsten aus, ey. Also Mogis sahen schon mal besser aus. Und die haben irgendwie so, ich glaube, die realistischen Gesichter von denen. Ich kann ja nicht irgendwie so ran, sondern der dreht sich immer zu mir hin. Ja, die Gesichter, sie sehen gruselig aus in dem Spiel. Mogis sollen voll putzig sein eigentlich. Die komischen Körperproportionen sind so komisch. So. Ich glaube, war es für diesen Part, ne? Ich muss auch gucken, ob ich mich irgendwo heilen kann, ne? Kann ich schon mal zu Johnny irgendwie zurück und ihm mir so sagen, so, ich habe ein paar Dinger gefunden? Möchte ich schon mal ein paar von dem abgeben? Bruder, hast du das Zeug gefunden? Erfüllt den Auftrag. Da fehlt noch ein paar. Ich will natürlich alle Sterne haben. Jetzt gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, Bruder. Alter, ich hau dich gleich. Okay, man kann also die Mission schon abschließen. Du sagst es. Zum Glück nicht für 100 Johnnies. Also muss ich die restlichen Materialien noch irgendwo finden. Ich weiß nicht, wo die sind. Im Moment, aber ich werde die schon irgendwie finden, ne? Oh, Vorsicht, Leute. Vorsicht, da ist gerade jemand voll über den Bildschirm. Na gut. Ich wollte eigentlich hier hin zurück. Kann ich mich irgendwo hier heilen? Gibt's Rastpunkt. Da kann ich hin. Kann ich mich da einfach irgendwo hinsetzen oder muss ich da extra ein Hotel buchen oder so? Oh mein Gott. Also der Teleportpunkt ist hier irgendwo, ne? Aber ich werde hier am Anfang hingepackt. Ist eigentlich nur noch die Quest für Johnny hier übrig, ne? Und ja, die ganzen Erkundungen, ne? Kann ich mich hier irgendwo hinsetzen, einmal kurz, meine Knochen zu schonen. Ich will kein Zimmer bohren, ich will einfach nur eine Bank haben. Reicht das nicht? Ausruhen. Ja. Umsonst, ne? Yay, ausgezeichnet. Yuffie ist auch bereit. Na gut. Dann weiß ich nicht, was wir beim nächsten Mal anfangen, ne? So viele Sachen gibt es da gar nicht hier zu erledigen, ne? Aber wir werden ja wohl noch nicht. Hier könnten wir noch hin. Hier ist ein Türmchen. Hier ist noch was zu. Wir werden schon was finden, ne? Ich meine, hier kann man auch irgendwie hin. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, ne? Hier ist ein Strand, vielleicht.
Mal sehen. Ich werde jedenfalls noch was finden. Gut, dann sage ich. Und ich mich gerade. War da ein Teleportpunkt schon? Hier. Was? Wieso kann ich denn da schon zum Ding sehen? Zum Teleportpunkt. Okay, keine Ahnung. Ja, gut, ich werde hier aber einen Schnitt machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht so ein bisschen erkunden werden. Wir haben ja noch hier ein paar VR-Missionen von Chatley, müssen wir auch noch machen, ne? Also da wird noch ordentlich was übrig sein, ne? Also ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.